In einem vorherigen Video haben wir die intuitive Idee zu Kellerautomaten gesehen. In diesem Video wird das Ganze ein bisschen formaler und wir gucken die formalen Definitionen an. Und wir steigen auch direkt ein in die formale Definition eines Kellerautomaten. Ganz ähnlich wie ein endlicher Automat ist ein Kellerautomat ein Tupel. Kellerautomaten heißen auf Englisch auch Push-Down-Automaten oder PDAs. Und dieses Tupel, was wir angucken, das hat Sachen, die wir auch von endlichen Automaten her schon kennen. Zum Beispiel eine endliche Menge von Zuständen. Außerdem eine endliche Menge, die das Eingabealphabet ist. Einer der Zustände ist ein Anfangszustand. Kennen wir auch schon von endlichen Automaten her. Und wir haben eine Menge von Endzuständen, kennen wir auch von endlichen Automaten. Also das ist sehr ähnlich. Was kriegen wir neu dazu? Wir haben hier jetzt einen neuen Speicher, den Keller, also den Stack eben. Und dafür gönnen wir uns ein eigenes Alphabet. Und das Alphabet ist Groß Gamma. Das soll das Kelleralphabet sein. Das ist häufig praktisch, das Kelleralphabet anders oder zumindest als Erweiterung des Eingabealphabets zu wählen, weil wir dann zusätzliche Symbole da drin haben können. Also Symbole, die nicht in der Eingabe vorkommen können und die wir deswegen schön für den Kellerautomaten nutzen können, um etwas zu erkennen. Und eins der Symbole, die dafür gut geeignet sind, ist das Symbol Z0. Wir haben ein initiales Kellersymbol, was initial im Keller liegt, wenn der Automat startet. Und dieses Symbol Z0 ist typischerweise kein Eingabesymbol, was wir in der Eingabe hätten, sondern das ist dann nur im Kelleralphabet. Und deswegen können wir zum Beispiel, wenn wir dieses Symbol sicher sein, dass wir quasi alles aus dem Keller rausgeholt haben, was wir jemals da reingeschrieben haben. Sowas ist also ganz praktisch zu haben. Und das Letzte, was wir noch haben, ist die Überführungsfunktion Delta, die so ein bisschen anders aussieht. Die gucken wir jetzt aber nochmal genauer an. Dieses Delta mag auf den ersten Blick so ein bisschen gruselig und unübersichtlich aussehen. Tatsächlich ist es gar nicht so wild, wenn man sich einmal dadurch gekämpft hat. Gucken wir es einmal im Detail an, was wir da sehen. Das Erste, was wir sehen, ist, Delta bildet ab von Q. Q ist unsere Zustandsmenge. Das heißt, wir haben einen aktuellen Zustand, den wir gerade sind. Dann, das Nächste, was die Funktion als Eingabe hat, ist irgendwas aus Sigma, was unser Eingabealphabet ist, vereinigt mit Epsilon. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Wenn wir jetzt beschreiben wollen, wie ein Kellerautomat rechnet, dazu müssen wir beschreiben können, quasi wie eine Konfiguration eines solchen Kellerautomaten aussieht. Eine Möglichkeit, das zu beschreiben, ist zum Beispiel so wie wir das grafisch gemacht haben, wenn ich da irgendwie da durchgesteppt bin, durch so einen Ablauf, haben wir das mal grafisch dargestellt. Und hier sehen wir sind im Zustand Q1, wir haben schon A und noch ein A gelesen, die Bs, zwei Bs kommen noch
Und unser Stack sieht gerade so aus. Wir haben zwei A's drin und sonst Z0 darunter. Prinzipiell könnte man das so beschreiben. Das ist aber, wie man hier schon sieht, gerade irgendwie sehr aufwendig. Das Ganze soll so ein bisschen einfacher funktionieren. Und da ist eben die Idee, dass wir Konfigurationen benutzen, also diese Konfiguration kurz aufschreiben. Auf Englisch heißt sowas dann Instantaneous Description. Das ist so eine Art Schnappschuss, wie der Killerautomat jetzt gerade aussieht. Fassen wir einmal zusammen, was wir uns merken müssen in so einer Konfiguration. Das Erste, was wir uns sicher merken müssen, ist der Zustand, der aktuelle Zustand, in dem wir gerade sind, in dem Falle Q1. Dann sollten wir uns merken, was noch kommt von der Eingabe, weil das ist wichtig. In dem Fall die zwei Bs, das ist der nächste Eintrag der Konfiguration. Und zum Schluss müssen wir wissen, was ist eigentlich im Keller drin. Weil mit dem, was im Keller ist, damit arbeitet der Kellerautomat ja. Das heißt, das müssen wir uns auch merken. Und das schreiben wir ebenfalls in die Konfiguration dazu. Und diese Darstellung hier unten ist einfach eine sehr kompakte Darstellung von dem, was wir hier oben haben. Die genaue Struktur des Kellerautomaten ist eher aus der Definition gegeben, das brauchen wir also nicht, müssen uns halt nur diesen Teil merken. Das Ganze schreiben wir noch einmal formal auf, was eine solche Konfiguration ist. Und eine Konfiguration ist dann einfach ein Tripel, wobei wir uns einen Zustand merken, Q, in dem wir gerade sind, irgendwas, was noch kommt, das restliche Eingabewort, also A1 bis AN, und das, was im Keller ist, und das ist Groß A1 bis Groß AK. Das ist quasi die gleiche Idee, die wir auf der vorherigen Seite schon gesehen haben. Wenn wir das jetzt haben, können wir definieren, was eigentlich ein Rechenschritt ist, wenn so ein Kellerautomat so einen Schritt macht. Und dazu definiert man so eine Nachfolgerelation für einen Rechenschritt. Das ist so ein Turnstile-Symbol hier. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, was ein Kellerautomat tun kann. Die erste Möglichkeit ist, ein Kellerautomat liest wirklich was aus der Eingabe. Und die zweite Möglichkeit ist, Kellerautomat macht eine Epsilon-Transition. Das hier unten. Gucken wir es mal im Detail an. Hier ist es so, bei dem oberen, wir sind im Zustand Q. Das hier ist eine Konfiguration, das heißt, wir sind im Zustand Q. Das nächste Zeichen, was kommt, ist A1. Und das, was wir oben auf dem Stack liegen haben, ist Groß A1. Dann müssen wir jetzt an dieser Stelle gucken, was sagt die Transitionsfunktion? Wo kommen wir damit hin? Wenn wir in dem Zustand Q sind, A1 als nächstes Symbol lesen und Groß A1 oben auf dem Keller haben. Wenn wir dann nach Transitionsfunktion eine Möglichkeit haben, hier hinzukommen, also das bedeutet ja, dass dieses Paar hier Element ist aus, also es ist eine Möglichkeit, wo man hinkommen kann. Wenn wir dann also hinkommen können in einen Zustand Q', dann haben wir auch die Möglichkeit, hier einen Rechenschritt zu machen, der uns eben dann zu Q' bringt. Dann lesen wir das A1 aus der Eingabe, das heißt, die Resteingabe fängt an der Stelle jetzt bei A2 an. Und wir haben ja das A1 vom Stack gepoppt und ersetzen das durch B1 bis BM. Deswegen steht hier B1 bis BM und dann geht es mit A2 bis AK weiter. Und das ist jetzt der Fall, dass wir ein Zeichen von der Eingabe lesen. Ganz analog funktioniert das bei einer Epsilon-Transition. Wenn wir da in so einer Konfiguration sind, Zustand Q, das ist unser restliches Wort, das ist unser Keller. Und wir machen eine Epsilon-Transition und die führt uns nach Q', dann ist unser Nachfolgezustand natürlich Q'. Die Eingabe selber bleibt unverändert. Hier haben wir immer noch A1 bis AN, weil wir haben eben nichts aus der Eingabe gelesen. Aber wir haben das A1 hier durch B1 bis BM ersetzt. Das heißt, das ist wieder runter. Hier steht jetzt B1 bis BM auf dem Stack. Und hier entsprechend A2 bis AK ist erhalten geblieben. Zwei Sachen sind an der Stelle hier jetzt interessant. Die erste Sache ist, wir sehen anhand dieser formalen Definition, dass der Stack nach links wächst. Also Stack wächst nach links. Weil hier, da wo es angefügt wird, das ist links. Und wir lesen auch das linkeste Zeichen immer, das ist immer das oberste. Das sieht man hier jetzt aus der formalen Definition. Die zweite Sache, an die man denken müsste, ist, dass dieses B1 bis BM, dass das auch ein Epsilon sein kann. Das heißt, das kann komplett wegfallen. Und wenn das komplett wegfällt, dann steht nur noch A2, also ist das hier weg, dann fängt es also quasi mit A2 an, hier oben auch. Und dann hätten wir dann ein Symbol vom Stack.
gepoppt. Diese Rechenschrittnotation, diese Turnstile-Notation, wird dann erweitert. Wir sagen dann in Sternschritten, meinen in beliebig vielen Schritten, das kann 0 oder mehr Schritten sein, und schreiben das dann einfach mit so einem Stern, wie sonst auch mal. Also wenn wir von einer Konfiguration hier zu so einer Konfiguration in endlich vielen Schritten kommen, dann nutzen wir so einen Stern da dran. Und sobald wir das haben, können wir die akzeptierte Sprache definieren. Und es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten, die akzeptierte Sprache zu definieren. Beide sind Standard. Wir fangen mit der ersten an, das ist Akzeptanz mit N-Zustand oder Akzeptanz durch N-Zustand. Das ist sehr ähnlich wie bei den endlichen Automaten, wie wir das schon kennen. Wir nehmen also einen Kellerautomaten und sagen, ein Kellerautomat akzeptiert ein Wort mit N-Zustand, falls, jetzt gucken wir genau hin, wenn wir so eine Startkonfiguration haben, da sind wir im Startzustand Q0, haben noch das gesamte Wort, was wir angucken, das hier, das W, abzuarbeiten, und initial ist nur Z0 auf dem Keller. Das ist ja unser initiales Kellersymbol. Ist ja genauso in der Struktur angegeben. Wenn wir von dieser Konfiguration es schaffen, in beliebig vielen Schritten zu so einer Konfiguration zu kommen. In dieser Konfiguration ist QF ein N-Zustand. Wir haben das Wort komplett abgearbeitet, deswegen steht hier an der zweiten Stelle ein Epsilon. Und was auf dem Stack steht, ist uns völlig egal. Da steht irgendein Alpha. Also die Idee ist, wir akzeptieren ein Wort, wenn wir das Wort komplett abarbeiten können und dann in einem Endzustand sind. Wenn das möglich ist, dann akzeptiert der Kellerautomat das Wort und das Ganze wird dann erweitert. Die akzeptierte Sprache ist dann die Menge aller Wörter, die mit Endzustand akzeptiert wird. Eine Alternative ist die sogenannte Akzeptanz mit leerem Keller. Da ist es so, wir haben wieder einen Kellerautomaten und ein Wort. Und wir sagen, naja, so ein Kellerautomat akzeptiert das Wort mit leerem Keller, wenn wir starten wieder in einer initialen Konfiguration, also sind im Zustand Q0, haben das gesamte Wort noch abzuarbeiten und im Keller liegt Z0. Wenn wir es schaffen, in beliebig vielen Schritten in irgendeinen Zustand zu kommen, sodass wir das Wort komplett abgearbeitet haben, steht hier, und der Keller leer ist. Deswegen ist der rechte Teil plötzlich auch ein Epsilon. Und wir sagen, dann akzeptiert der Kellerautomat das Wort mit leerem Keller. Idee ist also, wir starten mit dem Wort, lassen den Kellerautomaten loslaufen. Wenn wir irgendwann das Wort komplett abgearbeitet haben, wichtig, das ist wieder Voraussetzung, es muss komplett abgearbeitet sein, und wir dann einen leeren Keller haben, dann akzeptieren wir das Wort. Hier an der Stelle nochmal der Hinweis, dass es nach der formalen Definition nicht möglich ist, dass unser Kellerautomat mit einem leeren Keller einen Schritt machen kann. Also sobald der Keller einmal leer ist, würde es sowieso nicht weitergehen. Und die mit leerem Keller akzeptierte Sprache ist dann wieder die Menge aller Wörter, die der Automat mit leerem Keller akzeptiert. Wir werden hier nicht weiter auf die Akzeptanz großartig mit leerem Keller eingehen an der Stelle. Aber man kann zeigen, dass quasi beide Akzeptanzbegriffe, Akzeptanz mit Endzustand und Akzeptanz mit leerem Keller, ineinander überführbar sind. Also wenn ich einen Kellerautomaten habe, der mit Endzustand akzeptiert, dann kann ich daraus auch einen bauen, der mit leerem Keller akzeptiert. Was ganz einfach ist, der kann einfach, wenn er im Endzustand ist, den Keller leeren. Und muss allerdings dafür sorgen, dass er sonst den Keller nicht leert. Und das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Von Akzeptanz mit leerem Keller kommt man auch zu Akzeptanz mit Endzustand. In diesem Video haben wir also gesehen, Kellerautomaten, einmal formale Definition, dann Rechenschritte von Kellerautomaten mit Konfigurationen, die akzeptierte Sprache jeweils mit Endzustand und mit leerem Keller.